Ist Gerd Beyer homophob? Hallo zusammen, Gerd hat gestern unter mein letztes Video kommentiert, diesen Kommentar kann ich euch nicht vorenthalten. Aus diesem Kommentar kann man ganz gut ableiten, dass Gerd ein richtiger Schwulenhasser ist. Ich frag mich, was da alles schiefgelaufen ist in Gerds jämmerlicher Existenz. Dass gerade so ein ungefickter Grattler meint, sich so über Homosexuelle stellen zu können. Will einfach nicht in meinen Kopf. Genau aus solchen Gründen sage ich, das Mobbing gegen den Grattler ist sowas von gerechtfertigt. Auf Polizei und auch auf Justiz will der Gute ja auch nicht hören. Deswegen müssen ihm durch Mobbing irgendwelche Grenzen aufgezeigt werden. Ich gehe sogar so weit. Mobbing ist bei Gerd Beyer eine gesellschaftliche Pflicht. Um Gerds Fehlverhalten zu richten. Gerd wurde einfach in den letzten 44 Jahren zu wenig gemobbt, um einen Zusammenhang mit seinem Scheißverhalten und dem Mobbing herzustellen. Oder Gerd ist einfach viel zu zurückgeblieben dafür. Ich frage mich, wieso Gerd so einen schwulen Hass schiebt. Ich kenne niemand, der in der homosexuellen Szene mit 44 noch Jungfrau ist wie Gerd Beyer, dass sich so ein zurückgebliebener Dorfdepp denkt, der ist irgendjemanden überlegen. Und auch noch von jedem verarscht wird. Aber was soll es? Ich wünsche allem außer Gerd Beyer einen schönen Abend, euer Frank Treiber.